Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Top 10 Video. Und zwar von der Mac7. Wir starten so wie immer bei Platz 10 und bedanken uns bei unserem Sponsor. Ihr kennt die Seite ja mittlerweile, man kann auch den Preis einstellen, einzelne Waffen oder Messer auswählen und dann danach suchen. Los geht's, 10. Platz. Jetzt ist übrigens auch wieder Livestream, heute um 18 Uhr. Die Knife-Jagd geht weiter. Auf dem 10. Platz liegt die Mac7 Praetorian. Ein wunderschönes Teil ist bei mir hier nach wie vor grün ist. Ist es bei euch auch so? Zu Anfang direkt ein schniekes Teil, ich weiß. Aber keine Sorge, der Preis geht. Easy peasy lemon squeezy, würde ich sagen, oder? 10 Euro nicht. Nee, das ist nicht. 18 Euro, hallo? Da, 94 Cent Minimal Wear. Kannst locker zugreifen. Auf dem 9. Platz liegt die Mac7 Heaven Guard mit diesen wunderschönen Schwingen und eben auch dem Material, das drauf ist. Es sieht, wenn man ganz nah rangeht, gar nicht nach Metall aus, sondern nach, ich weiß auch nicht, in den Sand gemalt. Oder vielleicht Jeansstoff. Zum Glück ist sie deutlich günstiger als eine Jeans. Ja, eine FN Heaven Guard für 24 Cent. Ja, es geht schon in Ordnung. Die Cobalt Core liegt auf dem 8. Platz und ist was für Blauliebhaber. Ist jetzt nicht gerade gespickt mit Einzelheiten oder Details, aber trotzdem ein schönes Teil. Und der Preis passt auch dazu ganz gut. Denn hier mit diesen 9 bis 30, 40 Cent kann man doch wirklich gut arbeiten. Selbst das Statrack Field Tested 32 Cent. Auf dem 7. Platz liegt die Firestarter, die auch thematisch mit einem Skin auf den weiter oben liegenden Plätzen verknüpft ist oder weiter vorne liegenden. Und sie hat eine Besonderheit in ihrer Wear-Up- oder Auf-Bewegung. Wenn man sie zum Beispiel in FT aufmacht, dann ist sie schon deutlich zerkratzter, zerbrannter, durchglühter, wie auch immer. Und im Battlescare dann sogar noch dunkler als das vorhergegangene Modell. Also in FN fast ein White Skin und hier dann fast ein Black Skin. Der Preis ist ziemlich bequem und wie man hier bei manchen sehen kann, legen sie sogar mehr Wert auf diesen kaputteren Stil als auf das Ganze. Hier sind die zerrissenen auf jeden Fall teurer als die komplett weißen, aber weiter unten gibt es auch wieder Unterschiede. Also hier ist eine, oder hier für 20 Euro in FN, die halt komplett weiß ist. Und ja, gibt es hier eine, die komplett zerstört ist mit Statrack, um das mal zu vergleichen. Ich mach mal kurz. Okay, müssen wir etwas hochgehen, vielleicht so. Ja, da haben wir doch eine 1,18 Euro. Naja, bis in den oberen Bereich zieht es sich also nicht durch. Aber ja, manche legen dann doch eher Wert drauf, dass es zerrissen ist. Oder zerschissen. Auf dem 6. Platz liegt die Core Breach, ein Teil oder ein Skin, mit dem ich ja immer wieder liebäugle, weil mir einfach die Aufmachung, die Farbe und so weiter gefällt. Insgesamt aber schon eher ein einfaches, halt auffällig. Und auch der Preis ist eher auffälliger für einen Skin in diesem Segment. Da kann man schon mal 2 Euro für ein Battle Game Teil hinlegen. Okay, guck mal da, 2,24, 5 Euro für Minimal Wear. Hier oben war noch ein, klar, 5 Euro in Factory Renew. Ja. Auf dem 5. Platz liegt die Mac7 Pop Dog. Die kamen recht frisch dazu über die CS20 Collection. Und das ist ein Skin, der wirklich sweet ist. Gleich mit den Preisen wird man sehen, dass es leider von vielen wohl nicht so gesehen wird. Ich denke, das liegt hauptsächlich daran, dass sich die Altersverteilung halt auf sehr jung verlegt hat und die meisten nicht sehr zu schätzen wissen, weil es halt nichts aus ihrer aktuellen Zeit ist, sondern irgendwas Altes und ja, deswegen auch halt nicht so interessant ist. Für mich als alten Bock ist es natürlich was anderes. Weswegen ich sie auch deutlich eher feier, wie eben die eben genannten. Des Weiteren kommt mir das Desinteresse des Marktes natürlich zugute, weil man sie easy für 15 Cent in Factory Menu kaufen kann. Und man sieht ja auch keinen Preis, der über 20 Cent geht. Das ist Wahnsinn, oder? Für so einen Skin. Wenn der Skin vor 15 Jahren rausgekommen wäre und damals dieser Hype um Skins eben auch schon da wäre, dann würde die ganze Sache komplett anders aussehen. Naja, mir soll es recht sein, ne? Das könnte sogar der allererste Skin werden, den ich mir wirklich einfach so kaufe, um ihn zu haben. Hier für 15 Cent kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Komm, wir gucken mal kurz in Statrack und FN oder hier so. Ja, doch, FN. Wir gucken mal, was es da gibt. Kannst du für 68 Cent, kannst dir das Ding holen. In Statrack. Naja, weiter zu Platz 4. Hier liegt die Mac7 Petroglyph. Die hatten wir ja schon das letzte Mal mit drin. Ich glaube auch ziemlich weit vorne. Einfach aufgrund ihrer lustigen oder besonderen Bemalung. Die haben nicht viele Skins. Es sah, oder war damals einer der ersten Skins, glaube ich, der so ein bisschen schräg oder schief bemalt wurde, wo man sogar meinen könnte, es wäre von Kindern angemalt worden. Es hat zwar nicht dieses Kreideähnliche wie bei der AWP Fever Dream, aber damals hatte es das, glaube ich. Ich glaube, damals habe ich diesen Vergleich gezogen und gesagt, das sieht aus wie mit Kreide gemalt. Heute würde ich mich davon eher entfernen, aber ich glaube, das war bei der letzten Top 10 vor einem oder zwei Jahren, war das hier bei der Petroglyph der Fall. Der Preis für diesen Skin ist nicht so sweet wie bei der Pop Dog, aber trotzdem auf jeden Fall noch im Rahmen. Also hier kann man auch für recht wenig Geld einen FN kaufen. Alles, was unter einem Euro ist, ist, denke ich, immer sweet. Vor allem, wenn man dann noch Statrack dabei hat in FN. Für unter einem Euro, da kann man sich wirklich überhaupt nicht beschweren. Bei einem Skin, der einem gefällt. Absolut krass. Der Link zu Skin Baron ist natürlich auch wie immer in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar, falls ihr selbst rumstöbern wollt und tatsächlich noch keinen angemeldeten Account hier haben solltet. So, jetzt kommt mal wieder die Stelle, an der ihr das Video kurz anhalten könnt und raten könnt, was wohl auf den oberen drei Plätzen steht. Und natürlich auch gerne schreiben könnt, was eure Lieblings-Mac7 ist oder eure Top 3 bei den Mac7s. Wir warten kurz und fertig. Auf dem 3. Platz liegt die Mac7 Chinquidea. Die ist auch vor kurzem, glaube ich, erst hinzugekommen, und zwar bei der Candles Collection. Die ist noch nicht allzu lange da, oder doch?
Die Map Canals ist zwar schon sehr, sehr lange da, aber ich meine, die Collection kam erst vor kurzem, mit dem letzten großen Update. Naja, schöne Farbverwendung, wobei es hier auch schon fast wieder so ein bisschen ins Alttürkische, Altgriechische oder sowas geht, oder Rumänische oder sowas, diese Trachten, die sie da haben. Bablas Kulturkenntnisse. Ja, ein schönes Ding. Leider gibt's auf Skin Baron aktuell kein Angebot. Ich habe aber ein bisschen rumgejuckelt und der Preis liegt wohl so zwischen 50 und 180 Euro. Also schon echt teuer. Heilige Scheiße, Alter. Auf dem Platz Nummer 2 liegt die Swag 7. Die liegt bei mir so weit vorne, weil wir mit ihr oder ich mit ihr schon sehr viel Spaß hatte. Als sie damals rauskam, habe ich sie recht fix von einem von euch geschenkt bekommen. Und dann haben wir damit unter anderem auf Nuke gespielt. Und dieser Skin hat irgendwie der Waffe Spaß hinzugefügt. Wir haben sie davor eigentlich nie gespielt oder ich habe sie davor eher weniger genutzt. Aber da hieß es halt, komm, nimm die Swag 7, was man davor ja schon zur Mac 7 gesagt hat, im Spaß. Und dann kam auf einmal wirklich die Swag 7 und dann war das irgendwie so eine komische Lawine von Swag 7 Spielern, die dann da auf Nuke rumgehüpft ist. Und das hat so einen Heidenbock gemacht, dass sich dieser Skin auch in meinen Kopf reingebrannt hat, weil wir ihn halt dann eine lange Zeit aktiv drin hatten. Und auch der Preis kann sich wieder sehen lassen. 1,22 € für FN, 51 Cent für Minimalware, 28 Cent für Battlegame. Jetzt kommt der erste Platz, was ist da wohl? Da schlummert immer noch die Mac 7 Heat. Seit dem letzten Top 10 ist sie unschlagbar, zumindest für mich, auf dem ersten Platz. Das glühende Metall kommt nach wie vor so cool rüber, dass es mir auch immer noch reicht, um auf dem ersten Platz stehen zu können. Finanziell kann man hier auch eher mit weniger Belastung rechnen, mit 37 Cent für FT, Minimalware 71 und hier oben war noch was in Factory New 2,22 €. Ja gut. Und damit geht auch wieder ein weiteres Top 10 zu Ende. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank natürlich auch für die Kommentare und für die Daumen. Wir sehen uns jetzt gleich im Livestream. Der ist schon an, wer hat ihr das hier schaut und ich freue mich auf euch. Bis gleich.